Ich wollte schon sagen, Spawny hier nicht nach, oder was? Was ich ja auch nett gefunden hätte. Gut. Ah, hier ist eine Truhe. Ah, wir sind wieder da, wo wir eben waren. Nur oben rum. Ein Schattenumhang. Vielleicht sollten wir mal nachgucken, was unsere Kampferstellung sagt. Das Rebellion will ich nicht. Okay. Bessere Kleidung. Auch für die beiden? Ja. Ist hier wieder ein Tom Berry? Scheiße, scheiße. Der hat mich einfach getötet. Der hat einfach zweimal zugeschossen. Ich will hier aber die Items haben. Deswegen müssen wir den Tonberry da besiegen. Ah, Mist. Hört ihr mal auf. Nicht im Feuer. Okay, man kann Jobstufen aufleveln, wo man den Job auch nicht hat. In der Gruppe. Also das war der Job von Dingens. Von Neon. Ich mach die erstmal hier weg. Die aus den Ausbau habe ich mir gerade gesucht. Falsches Spiel. Okay. Stufe 20 mittlerweile schon. Dann nehme ich mal so einen Trank. Weil ich volles Leben haben will bei den Tonberry. Ich bleib mal hier unter der Ecke. Bin schon wieder tot? Ist das passiert? Okay. Ich hasse die Tonberries. Vor allem, das ist nicht der ganze Platz, um so einen zu bekämpfen. Wasn't much of a fight. Victory was guaranteed. Let's go. Jack, let's go. Na, hörst du mal auf.
getting sloppy. Oh, Mist. A win is a win. Die sagen einen auch, wenn man nicht gut kämpft. Ja, das Fass explodiert nicht, wenn man nur dagegen schlägt. Gut zu wissen. Ich will nicht so weit nach vorne gehen, sonst kommen die anderen uns hinterher. Barely even worth the trouble. Nicht zu viel angreifen. Ich will die auch finishen, weil das gibt MP. Okay, dann nehme ich mir lieber noch einen Trank. Weil jetzt kommt wieder der Thornberry. Ihr beide haut mal rein. Irgendwas konnte ich ja finishen. Okay, es hat mich getroffen noch, das Vieh. Bis aufs Messer. Eine Bade, ein Schild. Oder Handschuhe waren es. Okay, das war wirklich nur für die Truhe. Man hätte natürlich auch die Truhe nehmen können und wieder abhauen können. Hätte ich machen können, aber wo sind wir denn hier? Okay, dann nehme ich lieber so ein Großschwert. Level 10. Gucken wir, dass die nicht ihre die DLC-Sachen nehmen. Oder Vorbesteller-Boni. Ich hasse so eine Sachen. Ich habe nicht vorbestellt, weil ich unbedingt die Waffen wollte, sondern ich habe vorbestellt, weil ich das Spiel früher spielen wollte. Also ich wollte schon Vorbesteller-Boni haben, aber nicht Ingame-Zeugs. Hatte einer mit Magie hantiert? Habe ich das richtig gesehen? Ja, das war, glaube ich, nur so eine Koralle, die ich da gesehen habe. Let's brace ourselves for what's ahead. Okay, dann nehme ich hier das nochmal mit, krieg noch einen Trank. Stell nochmal hier die Sachen ein. Ich will nicht so oft die Sachen einstellen, weil man kriegt alle 5 Minuten. We can probably use those stalactites. Okay, wie das. Ja, tolle Wurst. Hat ja gut funktioniert. Ja, Mist. Might be in big trouble. Just keep hitting him. Muss ich schnell heilen, weil das Gift mich gerade ein bisschen fertig macht. Was mache ich, wenn ich keine Heil-Items mehr habe, aber vergiftet bin? These pirates sure chose an odd place for their hideout. Hier geht's nicht lang. Ich dachte, das wäre noch ein Weg. War hier nicht tatsächlich noch ein Weg? So, als ich hier... Oh, ich habe Sturmdolche anscheinend vergessen. Nee, hier war kein Weg. Ich weiß nicht, wie ich die hätte kaputt machen sollen, die Stalaktiten. Kann ich das hier kaputt machen? Nein, kann ich nicht. Hier ist wieder eine Tür. Da ist eine Sphäre.
Ich habe ein paar Jobpunkte bekommen. Habe ich den Krieger schon? Ich brauche eigentlich halt keine Jobpunkte, um den Krieger freizuschalten. Ist ja cool. Also hätte ich den eben schon freischalten können. Durchdringender Stoß. Ich mache aber natürlich hier erstmal alles weiter. Machen wir das hier. Verringert die erlittenen Windschaden bei erfolgreichen Blocken. Durchdringender Stoß. Den hatte ich noch nicht, ne? Oder? Wenn ja, dann würde ich den hier mal gerne reintun wollen. Ja, hier, statt dem Wutschlitzer den durchdringenden Stoß. Okay, dann wollen wir hier erstmal das hier freischalten. Mehr können wir auch nicht. Dann das hier freischalten. Was macht das? MP-Wiederherstellung. Normale Angriffe plus 4,7%. Okay, und dann das hier. Radiator-Affinität plus 10%. Und dann haben wir keine Sachen mehr. Okay, da kommen wir runter, aber nicht mehr hoch. Deswegen würde ich erstmal die Tür öffnen wollen, wenn die aufgeht. Verschlossen, wunderherrlich. Wahrscheinlich können wir erst die aufmachen, wenn wir da unten aufgeräumt haben. Oh, scheiße. Scheiße. Ich wollte mein Schild da benutzen. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Das hier. Hier, den Blaster, den kann ich auch machen, du Penner. Gut, dass das daneben ging. Ja, hier. Kann dich nicht heilen, wenn das Vieh da ist. Be safe, guys. Okay, dann nochmal schnell heilen. Scheiße. Danke. Did it swallow this key? Poor thing must have been starving. Pirates didn't care for their kitty. Aristin Carefoil The Kitty. Gegnerische Schwächen. Einige Gegner sind an bestimmten Körperstellen anfällig für Angriffe. So lassen sich beispielsweise die Schnurrhaare eines Quals durch wiederholte Angriffe zerstören, wodurch seine maximale Willensleistung deutlich verringert wird. Wie macht man das denn? Außerdem beeinflussen die Attribute des Angriffs, wie effektiv er gegen gegnerische Schwachstellen ist. Bei den Schnurrhaaren des Quals etwa sind Schlitzangriffe besonders effektiv. Ja, wenn man die abschneiden soll. Okay. Jetzt kann man hier aufmachen. Und das war der Schlüssel dafür. Und jetzt kann man hier nochmal hier kurz ausruhen. Jobmenü, da haben wir nichts Neues. Da haben wir hier Neues, ja. Das Rebellion nicht. Sondern das Großschwert 10. Ich hätte gerne auch wieder ein neues Schwert. Ich könnte auch das Rebellion nehmen, das finde ich aber doof. Wie gesagt, DLC-Sachen und so. Finde ich nicht toll. Warm welcome. This'll be a breeze. Okay, das wusste ich nicht, dass man das kaputt machen kann. Gut. Schattenhose. Hier scheint mir nichts zu sein. Ah, für alle Schlüssel ist der Piratenschlüssel gut. Also für alle Schlösser. Für alle Schlüssel ist der Schlüssel gut.
Beute? Oh, cool. Da gehe ich nochmal kurz hier. Ein paar Sachen einstellen. Das Rebellion legen wir wieder weg. Oh, hier ist ein Schiff. Umschauen. That boat doesn't look like it belongs here. Do pirates belong anywhere? Good point. Captain Bicke must be on that ship. Captain Bicke. Die beide machen mal gerade was. Derb. Erstmal Blut holen. We need to patch ourselves up. Nö, das geht noch. Bevor wir aufs Schiff gehen. Obwohl, das sieht so aus, als würde es gar nicht auf dem Schiff gehen hier lang. Oder nur so eine Truhe. Man kommt wahrscheinlich von der anderen Seite aufs Schiff. Seriously? We can't get across? Nope. Must be another way. Und was ist das da überhaupt, dass da einfach ein Steg mit gar nichts ist? Und eine Piratenflagge aus irgendeinem Grund. Wir müssen aufpassen, hier kann man nämlich runterfallen. Es gibt keine unsichtbaren Wände anscheinend in dem Spiel. Ich habe es ja im Chaos-Tempel ausprobiert. Ich bin ja so ein Intelligenter, der gerne mal ausprobiert, ob Sarah gehen. Hört mal auf, die beide zu töten. Ich will auch noch ein bisschen. Okay, dann. Schwertstufe 13. Seltenheit 3, hui. Das Rebellion ist nur Seltenheit 1. Also ein Stern. Aber das Rebellion ist auch ein Vorbesteller-Bonus. Wäre cool, wenn man das auch so finden würde, aber naja. Better not forget where it is. Treasure ahead. Look here. Ein Genbu. Entfesselt tödliche Angriffe in der Senshin-Haltung, Katanas und Ronin. Halte mit einem Katana R1 gedrückt, um die Senshin-Haltung einzunehmen und so deine Angriffsstärke drastisch zu erhöhen. In der Senshin-Haltung kannst du R2 mit R2 verketten, um auf Kosten deiner MP auf einen Schlag gewaltige Schaden zu verursachen. Als Ronin kannst du die mächtige Fertigkeit Laigiri R2 einsetzen. Diese Technik fügt schweren Windschaden zu und kann durch Aufladen verstärkt werden. Ja, ich will, also wir können jetzt Ronin sein, weil es so eine Art Samurai ist, würde ich einfach mal behaupten wollen. Weil ich will weiterhin als, hier guck, da der Ronin. Ne, aber ich will erstmal als Krieger zu Ende leveln, hier was man zu Ende leveln kann. Der verringert erlittenen Schaden, unerherrlich. Aber wir bleiben nicht ewig Krieger. Das sage ich jetzt schon mal voraus. Auch wenn ich den Krieger mag, den Schwertkämpfer natürlich. Krieger ist eine andere Klasse. Wir haben anscheinend nichts gefunden. An Ausrüstung, also an Rüstung zumindest. Korallenweg. Wie das, was es ist, sieht das alles hier ganz hübsch aus, wenn man bedenkt, dass das Spiel aussieht, wie es aussieht. Okay, dann gehen wir erstmal hier lang. Ich würde sagen, das hier ist der richtige Weg, ist er aber nicht. Und hier ist nur Spinne mit nix sonst, also quasi... Also wenn es mehr gewesen wäre als eine Spinne, hätte ich gesagt eine Falle, aber das ist ja ein Witz gewesen.
Hier, da ist ein Bomber wieder. Okay, die haben anscheinend die Spinne runtergelassen, die Idioten. Viele Stiefel. Mal gucken, wo der Bomber was hier ist. Es wirkt ziemlich labyrinthartig, ne? Let's knock him down. Gut, ich wurde verlangsamt. Nicht wachsen, hör auf mit der Scheiße. Wenn die mit der Spinne da beschäftigt sind, mache ich die Bombe platt. Ich war ein bisschen spät mit dem Satz, ne? Ich meine, der Bombe war schon tot, als ich gesagt habe, ich mache die Bombe platt. Platt. Da ging mir gerade die Stimme flöten. Die Luft, besser gesagt, wie die Stirnband. Stufe 12 oder 21. Ich habe eine 1 und eine 2 gesehen. Bin ich ganz genau sicher. The webs are everywhere. We got company. Time to go to work. Ready? Like that. Spinne? Ja, aber so eine Dinger. Let's be the first to welcome these monsters into the world. Let's get it over with. Crush you! Feel the pain! You are monsters. That all you got? Snip this thing in the bud, Jack. Bin aufpassen. You look sick! Oh, kacke Sargin. Water magic. Love it. Oh Gott. Here it comes. Muss mal heilen. Ich hab leider keine. Doch, ich hab doch. Ich hab keine Blitzmagie, sag ich. Ich hab keine Blitzmagie, so eine Scheiße. Ja, dann weiter hiermit. Natürlich greift es mich an. Ich habe eine Wasserschwäche. Hat es mir verpasst, das Vieh. Ich habe Stufeaufstieg für den Ronin. Das ist ein bisschen brutal, aber ein bisschen. Wie die anderen finde ich ja eigentlich auch. Gut. Du kannst das auch, sagst du? Das glaube ich dir aber irgendwie nicht. Okay. Nicht das Rebellion nehmen. Okay, nur gucken, wie die ausgerüstet sind. War nur interessiert. Wollte da nicht die Ausrüstung ändern. Schimmernder See. Kann ich da runterfallen? Nee, scheint nicht so. Weil die da Korallen im Weg sind. Das sieht aber schön aus. Also für das, was das Spiel ist. Sieht hier einfach nett aus. Und ich muss sagen, das Spiel ist viel einfacher als Elden Ring. Es ist jetzt auch nicht. Ich meine, ich bin ganz schön oft bei dem. And here I thought this world was all doom and gloom. Take a good look, because we're headed right back into the thick of it. Es sieht echt hübsch aus. Ich bin so oft beim Thornberry gestorben, aber ich glaube, das wird auch erwartet, dass man das öftere mal bei einem Thornberry stirbt. I think we can use that. I'll check it out. Submenü. Ronin.
MP-Kosten, Aktionsfertigkeiten, Runen-Affinität bitte. Magier hat sich verbessert, weil ich auch seit 100 Jahren mal die Magier wieder benutzt habe. Aber da er kein Blitzmagie hat, ist er ein bisschen unnötig. Wird das MP Wiederherstellungslimit beim Einsatz von Magie? Okay. Oh, den Duellanten kann ich auch aufleveln. Nur den, wieso kann ich dich nicht aufleveln? So ein Quatsch. Den Duellanten. Gift für eine begrenzte Zeit sammelt sich nach Treffern Gift bei Gegnern an. Hat sich ausreichend Gift angesammelt, wird der Gegner vergiftet. Also ähnlich wie bei Dark Souls, wenn du von Gift getroffen wirst, kann ich hier hin. Ja, man kann halbwegs sehen, wo da... Nee, kann man nicht wirklich. Kann ich sehen, dass da kein Boden ist. Kann ich hier? Ah, doch, man kann sehen, wo Boden ist. Der Boden leuchtet nämlich. Hier, was ist das denn? Der fünfte Dunkelkristall. Vor langer, längst vergangener Zeit wandelte... Notiz als nach 9. Vor längst vergangener Zeit wandelte ein Mädchen in diesen Laden... Wandelte ein Mädchen in diesen Laden, geschickt mit dem Schwert in Magie, probt und reinen Herzens wünschte sie sich nicht sehnlicher als Frieden und Wohlstand für alle. An einem anderen Ort, zu einer anderen Zeit, hätte sie vielleicht ein fröhlicheres Schicksal ereilt. Stattdessen witterte sie den fauligen Kern, der diese Welt verdirbt, und beschloss sich, die Finsternis hinzugeben und die Hoffnung auf diesem Weg, die Menschheit in sich zu führen. Sie sah Potenzial in ihrer Not und schenkte ihr einen dunklen Kristall sowie ein Bruchstück der Wahrheit. Ja, ich nutzte sie aus, doch ich tat es in guter Absicht. Der Kristall ermöglichte es, ihr wiedergeboren zu werden, und was noch wichtiger ist, legte den vierten und letzten karmischen Grundstein, der meinen lieben Freund eines Tages unausweichlich Erkenntnis führen wird. Okay. Und dies alles sind so lufinianische Berichte. Die Lufinianer kennen wir ja, das sind die mit den Luftschiffen. Interagierst du während einer Mission mit Spheroiden, kannst du Bücher mit besonderen Informationen und Überlieferungen erhalten. Nutze ein Notizen als Namen, eine Sammlung aus Briefen und Notizen, wer ihr Verfasser und wer der vorgesehene Empfänger war, bleibt ein Rätsel. Lufianische Berichte, offizielle Aufzeichnungen, die Details zu einem komplizierten Unterfangen offenlegen. Du kannst die Schriften über das Archiv ansehen. Also die gibt es überall zu finden, das ist ja witzig. Witzig meine ich ja irgendwie nicht so witzig. Das ist eine Truhe, aber wie komme ich da hin? Das ist die Frage. Hier kann man lang. Ja. Also es lohnt sich dann doch ein bisschen umzuschauen, ne? Gesund, gesegnete, nicht gesunde. Wie komme ich auf gesund? Ja, hier kann man, weil es hier viel heller ist, kann man viel besser erkennen, wo Korallen zum Drauflatschen sind, wo nicht. Ja, ich heile mich mal, weil ich runtergefallen bin. Gehe nicht ins Shop-Menü, nur aus Versehen ins Shop-Menü reingegangen und lege die besseren Sachen an. Und das Rohschwert. Das Rebellion, das weigere ich mich einfach zu benutzen. So wie es scheint, ist jeder Dungeon so eine Stunde, sage ich mal, lang, und der Boss eine halbe, je nachdem, wie gut man ist. Ich bin dumm. Ich rede davon, dass man gut sein soll und so. Und dann bin ich bei dem... Ja, den Alpha Wolf mag ich auch nicht. Irgendwie. Moin! Ich will hier nicht runterfallen, falls hier da doch tieferes Wasser ist. Okay, Sarah gehen und so eine Spinne. Ich mache jetzt die Weißspinnen. Und ehrlich. Okay, nicht dahin gehen, wo das Stalaktit ist. Gut. Da ist noch die Spinne. Die Spinne hätten wir vorher machen sollen, bevor wir zu den Sahagin gingen.
Aber... Oder gingen. Ich weiß nicht, was die Vergangenheit von gehen ist gerade. Aber die Idioten sind da einfach durchgelatscht. Zu den Sahagin.